geschärft. Ich will mich nur ausschützen. Okay, aber wir kommen nur raus, wenn wir das Protokoll durchbrechen. Pass auf, ey. Wenn ich bereit bin, merkst du es. Endlich kann ich was hochjagen. Nichts wie weg hier. Ah, eine Abkürzung. Wenn das Schiff mich tötet, warum kannst du mich da nicht wiederherstellen? Sobald das Schiff komplett repariert ist, verbraucht es alle Energie, die es generiert. Ich werde dich nicht wiederherstellen können. Die Wand bewegt sich. Gornio, Scherben-Jaguar. Die Wand könnte ich bestimmt wegsprengen. Und jetzt schnell. Ich will nicht hier sein, wenn das Ding hochgeht. Ah, eine Abkürzung. Es ist nicht mehr weit. Wenn du wieder stirbst, kann ich dich als Fleischnebel mit Bewusstsein wiederherstellen. Fällst du den Riss dann schneller? Nein. Weiter voran! Zivieren mit Vorfreude. Orientierung von 100. Mal los. Versuch zum Blitz zu laufen. Das wäre ein Fehler, Faye. Ein großer. Es gibt verschiedene Fehlerarten. Irrtümer sind komplizierter, als ich dachte. Na klar, Portale bei einem großen Blitzableiter. Die Portale. Vielleicht schaffst du das mit deiner Standardtaktik. Roher Gewalt. Ja, mit dem Mörser da. Ich wusste, dass du das sagst. Ich kenne dich. Scherben fressen. Überwachen den Mörser. Aber ich wette, dieses Fraktalbomben-Dings kann da locker ein Loch reinsprengen. Und tschüss. Es sind noch Kristallwände übrig.
erfahrener Krieger, oder, Danny? Wie viele Protokolle hast du in deinem Leben überkriegt? Das ist mein Problem. Dann habe ich nicht so viel Erfahrung wie du. Wie aufregend. Sie nicht einfach irgendwo anschließen? Quasi. Du musst sie ins Licht bringen. Dann nimmt sie die Umgebungsenergie auf. Das Licht hilft, Fay. Die Scherbe sieht besser aus. Sehr gut. Und jetzt bleib am Leben. Die Verteidigungseinheiten sind alarmiert. Du brauchst Licht als Energiequelle. Die Energie der Scherbe wird instabil. Pika, ich brauch so langsam mal Licht. Eine letzte Anstrengung, Dani. Dann springen wir ins Unbekannte. So kann man es auch.